Bescheid für Veni, Vidi, Vecchi? Gut, reden wir mit Tessa. Was werden wir aber da erfahren? Denk dran, dass deine Erinnerung an sie schon 10 Jahre auf dem Buckel hat. Schon klar, doch das wäre nicht der Fall, wenn sie zu mir nach Fireweed gekommen wäre. Das ist sie aber nicht. Ich nehme an, das ist Michael? Hey, du. Hey, hast du heute nicht frei? Yep, wir sind hier Kunden. Tyler, das ist Michael, der nervige Kollege, von dem ich dir erzählt habe. Dank mir kennst du Marshmallow-Wodka und Alkopops. Und jetzt bin ich nur noch der nervige Kollege für dich? Peace. Keine Sorge, sie hat mir klar gesagt, wie schlimm es hier ohne dich wäre. Schön, dich endlich kennenzulernen. Sie redet ununterbrochen von dir. Daher habe ich das Gefühl, dich schon zu kennen. Ihr seid also hier, um Sachen für daheim zu holen? Ja, es ist wohl das Beste, da draußen zu bleiben. Die Arbeit geht schneller, wenn wir ihr quasi nicht entkommen können. Hey, es lebe die Effizienz. Wir beide müssen hier endlich raus. Wie war das? Oh, Michael wird auch nach Juno ziehen. Oh, und ist es euer Plan, zusammenzuziehen, oder? Naja, schon, ja. Die Wohnung zu teilen ist billiger, aber noch steht nichts fest. Ergibt Sinn. Vielleicht ist auch für dich Platz. Na klar, je mehr Ronans, desto besser. Ich mache eine Kochausbildung, also gibt's immer leckeres Essen. Und hey, ich schnarch nur bei Pollenflug und Baseball. Wie könnte ich dazu Nein sagen? Alles okay? Meine Füße bringen mich um. Ich bin schon um 4 zum Angeln raus. War ein langer Tag. Oh, du angelst gerne? Ja, es gibt da das Bussardloch. An dem Platz bin ich 2-mal pro Woche. Man fährt fast eine Stunde, aber es ist so cool, besonders früh am Morgen. Kein Witz, genau da war ich auch immer. Echt jetzt? Ja. Hey, also, wenn du mitkommen willst, frag mich einfach. Ich teile gern. Cool, die meisten Leute werden zu Smeagol, wenn es um Angelplätze geht. Wer hätte das gedacht? Träge und mühsam Tiere zu töten, schweißt wohl zusammen. Sie ist neidisch, weil sie nie einen Fisch fangen könnte. Selbst wenn sie den See mit Cyanid fängt. Tyler, wir sollten mit dem Einkauf anfangen. Gut, ich bin hier, wenn ihr was braucht. Können wir langsam reingehen oder warten wir hier draußen, bis wir lebendes Eis am Stiel werden? Ich will ganz knuspriges Tostino und Nudeln und Frühlingsrollen. Und kriegen wir den Kokoskuchen als Dessert? Ruhig, ganz ruhig, meine hungrigen Kobolde. Die anderen Gäste wollen auch etwas haben. Aber Tessa sagt, wir kriegen alles, was wir wollen. Ich vermisse Tessas Kochkünste. Macht sie immer noch diese, wie heißen die noch, gebackenen Bananenrollen? Turon? Genau. Nein, ich glaube, die hat sie extra für uns gemacht. Hier gerade auf den Bus. Hä? Auf den Globus. Du fällst noch runter, Dummkopf. Das war lustig. Warum hast du da nicht gelacht? Das war urkomisch. Nicht so komisch, wie wenn du schmolzt, weil ich nicht über deine Witze lache. Ich hab's geliebt, dich aufzuziehen. Ehrlich. Tessas Kaffee, Tagesgericht, Klacks Frühlingsrollen mit in Knoblauch gebratenem Reis. Und Bibinka-Stück.
$2. Oh, okay. Binka. Das muss ich mal googeln, was das ist. Ich hoffe, dass sie dafür genug Unterschriften bekommen. Für was? Die wollen am Fluss so eine Luxusjagdhütte bauen. Aber das wird die Lachswanderung total stören. Hält Tessa hier mittwochs immer noch ihre Bibelstunde ab? Mhm. Die Mittwochabende sind immer vollgepackt. Sie kocht jede Menge Bibinka und die Ave Marias kommen ohne Ende. Nach der Himmelfahrt wird noch eine Menge übrig sein. Mehr für uns. Oh nein. Oh nein. Tessa ist vielleicht eine sehr radikale Christin und wusste von Tyler und deswegen hatte die Mutter vielleicht auch den Zettel zu Hause liegen. Verrückt, dass sie den noch nicht gefangen haben. Dallas Crossing Police Department. Warnungshinweis. In letzter Zeit kam es zu einer Reihe von Fällen von Postdiebstahl in und um Dallas Crossing. Insbesondere in East Point und Almeda haben Anwohner gemeldet, dass Briefe und Pakete aus ihren Briefkästen gestohlen wurden. Das Dallas Crossing Police Department fordert alle Anwohner auf, wachsam zu sein und rät zur Anschaffung absperrbarer Briefkästen. Bitte melden Sie verdächtiges Verhalten unverzüglich. Hinweise zu potenziellen Verdächtigen bitte an Chief Brown. Ach, hallo, Miss Ronan. Hast du vielleicht etwas im Büro vergessen? Nein, wir kaufen nur was ein. Kennst du noch meinen Bruder, Tyler? Dein Bruder? Oh, stimmt, Tyler. Oh, was für eine Überraschung. Hat Allison nicht erzählt, dass ich heute dabei bin? Ja, doch, hat sie. Ich hätte nur nicht erwartet, so einen schicken Mann zu sehen. Naja, ich habe auch heute Morgen geduscht. Und gerade erst in der Stadt angekommen, oder? So ähnlich. Wir haben an dem alten Haus gearbeitet. Aber was eine Überraschung. Nachdem es 10 Jahre leer stand, fehlen ein paar wichtige Dinge. Deshalb die Einkaufstour. Oh, natürlich. Nun, wir können euch hier alles besorgen. Muss schön sein, zu Hause zu sein. Ich weiß nicht, ob schön das richtige Wort ist. Oh, natürlich. Ich nehme an, da zu sein fühlt sich komplizierter. Das könnte man so sagen. Na, dann will ich euch nicht länger aufhalten. Ich bin hier, falls ihr irgendwas braucht. Oh, hey, ist Tessa heute hier? Meine Frau ist ausnahmsweise nicht da. Aber ich denke, dass sie nachher kommt. Okay, also wir brauchen Kerzen und Allzweckreiniger. Plus Snacks und Getränke. Ich verhungere noch. Mal sehen. Frische Pfingstrosen, dreischichtige Schokotorte, geröstete Marshmallows. Machst du gerade eine dramatische Lesung eines hochtrabenden Kochbuchs? Nein, ich sehe mir nur hochtrabende Kerzendüfte an. Man lebt ja nur einmal. Michael, soll ich dir Birkensirup mitnehmen? Willst du mich etwa auf umständliche Art fragen, ob ich euch meine weltberühmten Pancakes zubereite? Erwischt. Brauchst du Hilfe? Ach, ist bloß Inventur. Da willst du nicht dabei sein. Glaub mir. Hey, Tyler. Süßkram oder Chips? Du weißt doch, wie sehr ich auf Süßes stehe. Hätten wir bloß einen Toaster, dann gäb's nur Tiefkühlwaffeln. Ja, was davon ist jetzt der Süßkram und was sind die Chips? Ich kenne mich hier doch nicht aus. Ich war hey, hier Tyler, noch nie. Süßkram oder Chips? Du weißt doch, wie sehr ich auf Süßes stehe. Dann wird's der Zuckerrausch.
Hey, Tyler, erinnerst du dich an den Forellenkönig? Ja, habe ich gesehen. Ich dachte, Tom hätte ihn längst in Rente geschickt. Machst du Witze? Er erzählt allen Kunden vom Sieg beim Forellenderby. Es war ein Zwölf-Fünfter. Ah, kleine Stadt. Guck mal, hier sind alle guten Angelplätze markiert. Okay, was ist mit ihrem Handy? Sie hat doch vorhin eine Frage beantwortet. Ich habe mein Handy nicht dabei. Und du weißt schon, dass du das googeln kannst, oder? Machst du Witze, Allison? Anglerveteranen teilen so pikante Informationen ganz sicher nicht im Internet. Was brauchen wir noch? Ich kann das Reinigungszeug nicht finden. Und ich überlege noch, ob ich diese Billig-Cola oder was Ausgefallenes nehmen soll. Wie Orangenlimo. Mann, ich bin so eingekauft. Lass dir Zeit und genieß es. Inventur, was? Ja, mein Verstand ist gerade nur noch Brei. Egal, wie läuft denn der Großeinkauf? Findet ihr alles? Wer war heute für die Regale verantwortlich? Alles ist total durcheinander. Suchst du Streit, Ronan? Muss ich dich an das große Tabellenkalkulationsdesaster von 2014 erinnern? Darüber reden wir nicht. Ich habe nur einen winzigen Eingabefehler gemacht. Dank dem der Laden fast eine ganze Ladung Tampons für $10.000 bestellt hätte. Du hast mir den Arsch gerettet, als du den Fehler entdeckt hast. Yep. Und du schuldest mir noch was dafür. Egal, wie läuft's bei euch? Wir haben was in Marianne's Zimmer gefunden, das uns echt überrumpelt hat. Willst du darüber reden? Schon, aber nicht hier. Und es ist nicht an mir, das zu erzählen, aber wir können uns ja nachher alle treffen und du erfährst die ganze Geschichte. Okay, na gut. Ich bin da, wenn du mich brauchst. Wie siehst du das mit den Reinigern? Nur, dass Reiniger immer bedeuten, einen echt bedauerlichen Nachmittag zu verbringen. Okay, welcher von beiden ist günstiger? Ah. Gelb gefällt mir besser. Ich nehme das stark. Auch gut. Erdbeeren im November? Tyler, willst du Wasser, Limo, Saft? Was du willst. Ich bin nicht wählerisch. Ich wünschte, eins davon würde gut klingen. Ist O-Saft okay? Ja. Yep. Okay, wir sind hier fertig. Gehen wir zum Bezahlen zu Tom. Plädierst du nicht für eine strengere Waffenkontrolle? Ich bin für vernünftige Regulierungen, aber die Leute hier sehen Waffen als Sicherheit. Und wie du weißt, prüfen wir jeden einzelnen Käufer gründlich auf Herz und Nieren. Hm. Ist das alles? Ja. Danke, Tom. Oh, hi, Tessa. Wir wollten dich gerade besuchen kommen. Hi, Tessa. Lange nicht gesehen. Mein Gott, du siehst aus wie ein komplett anderer Mensch. Ich bin's. Mit Bart. Ja. Also, wir waren heute im alten Haus. Himmel, was wollt ihr denn da? Mich wundert, dass es noch steht. In Marianne's Schlafzimmer waren ein paar Sachen, die uns verwundert haben. Ach, wirklich? Wir wollen dir ein paar Fragen über sie stellen.
Du bist vermutlich die einzige Person, die Mary Ann besser kannte als wir. Oh, da bin ich mir nicht sicher. Das ist ein Jahrzehnt her, Kinder. Ich weiß, aber ich muss es fragen. Was denn? Hat sie je über mich als Junge gesprochen? Nein. Sie hat es nie erwähnt. Ich habe es erst später erfahren, wie alle anderen auch. Es hat Marianne klar beunruhigt. Hat sie sich dir denn gar nicht anvertraut? Eure Mutter war äußerst zurückhaltend. Sie brauchte niemanden und das war für alle klar. Aber es ging um Tyler. Wenn es um uns ging, war sie bereit, Hilfe zu suchen. Am Schluss nicht. Hört zu, ich habe heute noch viel zu tun. Tut mir leid. Ich kann euch nur empfehlen, nach vorne zu sehen. So einfach ist das nicht. Was in dieser Nacht geschah, kann man nicht so einfach begreifen. Aber es war sicher alles Teil von Gottes Plan. Mehr wissen wir nicht. Ich muss jetzt gehen. Ich wünsche euch viel Glück. Was zum Teufel war das? Ich wusste, dass sie nichts sagt. Hatte sie ein CIA-Training? Irgendwas ist komisch. Es ist komisch, oder? Ja, ich spüre es auch. Ich kann es aber nicht genau ausdrücken. Okay. Und ein freies Konzert, okay. Aushängeschild. Kann ich dir helfen, Allison? Oh, nein, danke. Alles gut. Ich suche was, das ich vergessen hatte. Was macht das denn hier? Die fromme Pelikan-Dame. Mann, Tessa hat alles in diesen Notizbüchern aufgezeichnet. Zum Beispiel? Alle von ihr gewährten Kredite, Dinge, die sich Stammgäste kostenlos mitnehmen konnten, sogar die Kirchenspenden. Und was dann? Verteilt sie etwa Pferdeköpfe, wenn die Leute nicht zurückzahlen? Ich glaube, sie macht sich nur gern Notizen und übergibt sie dann irgendwann Petrus als Bewerbungsmappe. Wahrscheinlich könnten wir in einem dieser Bücher etwas finden. Kann ich irgendwas für euch tun? Und, was machst du so? Ach, nur Inventur. Ein Glück habe ich heute frei, was? Ja, was für ein glücklicher Zufall. Ich dachte, im Hinterraum könnten wir sie nochmal konfrontieren, aber das klappt wohl nicht. Nein, schon gut. Tom hat das doch gerade. Und da ist noch was. Kannst du dir vorstellen, dass Tessa und Tom mal jung waren? Das habe ich gehört. Ich habe vielleicht nicht mehr ganz so viele Haare auf dem Kopf. Aber schaut euch mal den Rest von Jahrgang 81 der Delos High an. Du hast recht. Hat Tom vielleicht zu der Geschichte noch was zu sagen? Hey Tom. Kann ich dir irgendwie behilflich sein? Machen wir mal unverbindlich. Wie läuft das Geschäft? Oh, nicht allzu viele Kunden. Aber dafür haben wir Zeit, die Inventur zu beenden. Wir schließen heute vielleicht früher. Ich gucke vielleicht das Finale von Survival on Ice. Sag es nicht, Tessa, aber ich bin für Butch. Sie denkt, er ist zu gnadenlos. Ich sage, das ist das Spiel. Hast du den neuen Schokoriegel schon probiert, der letzte Woche reinkam? Oh, nein, noch nicht. Komisch, dass er mir schmeckt. Aber Nero und Schokolade. Aber gar nicht übel. Was sie sich wohl als nächstes ausdenken. Ja, und er hat ja diese Wahlkampf-Pins an.
Was steht bei der Wahlkampftour an? Eine Versammlung am Hafen. Die Fischer sind unzufrieden mit der jetzigen Situation. Hab so meine Ideen, wie man den Fischbestand erhält und dabei trotzdem volle Teller hat. Schnapp dir ein paar Flugblätter zum Verteilen. Wie geht's Tessa so? Sie wirkte etwas überlastet. Sie ist eine echte Arbeitsbiene. Seit ich meinen Wahlkampf betreibe, ist sie hier netterweise für mich eingesprungen. Sie schmeißt den Laden quasi im Alleingang. Ich will ja keine Spielverderberin sein, aber sie schmeißt den Laden schon immer. Also das ist mal Ansichtssache, würde ich sagen. Okay, das hilft uns jetzt auch nicht weiter. Okay, wir sehen uns später. Wir dürfen noch nicht raus. Hey, ihr zwei, seid ihr fertig? Ja, Mom. Können wir rausgehen, während du mit Tessa Karten spielst? Ach, heute ist leider keine Zeit zum Spielen, Schatz. Gehen wir besser. Marianne, kommst du mal her? Sorry, Tessa, aber ich hab's eilig. Oh, was hast du diesmal für eine Ausrede? Notreparaturen am Biberdamm? Tessa, also... Nein, ich will es nicht hören. Ich will mit dir reden. Sofort. Muss ich dich an deine Schulden erinnern? Das hatte ich völlig vergessen. Ich erinnere mich. Aber irgendwie war es anders. Schauen wir mal, ob wir meine Version abrufen können, okay? Wir rausgehen, während du mit Tessa Karten spielst? Nein, heute gibt es keine Spiele. Marianne, können wir reden? Nein, danke schön. Lass die Einkäufe, Kinder, wir gehen jetzt. Stopp! Bitte, lass uns einfach kurz reden. Okay? Okay, unsere Erinnerungen sind leicht verschieden. Eigentlich ergibt das Sinn. Rashomon und so. Egal, wie es anfing. Nachdem sie zur Ladentheke rüber sind, ging noch Marianne auf Tessa los, nicht wahr? Nein. Marianne verteidigte ich uns, will mit dir reden, Moralpflichten kam. Also, welche nehmen wir? Wie, welche nehmen wir? Ich will mit dir reden. Sofort. Muss ich dich an deine Schulden erinnern? Nein, das war Tessa. Sie ist voll auf sie losgegangen. Also, welche nehmen wir? Okay. Bitte, lass uns einfach kurz reden. Okay? Hörst du das auch? Oh mein Gott, jetzt müssen wir entscheiden, was die Wahrheit ist. Ja gut, wir sind gerade, wir spielen gerade sie und sie glaubt natürlich, ihre Erinnerung ist die richtige. Muss ich dich an deine Schulden erinnern? Ich will mit dir reden, sofort. Muss ich dich an deine Schulden erinnern? Wen der Herr lieb hat, den... Du schuldest es den Kindern, Marianne. Du kannst mich ruhig verurteilen. Aber lass die Hasstiraden meinen Kindern gegenüber. Was für Hasstiraden? Ich versuche nur, deine Freundin zu sein. Sie brauchen eine starke, führende Hand, aber du... Mein Gott! Glaubst du wirklich gerade, eine gute Freundin zu sein? So wie du über meine Kinder sprichst? Ja! Du magst es vielleicht nicht glauben, aber Freunde sind mehr als nur Geldverleiher. Muss das jetzt wirklich sein? Schön. Gehen wir in dein Büro. Ich bin gleich zurück, ihr zwei. Bleib ja drin, okay? Was ist los mit dir? Was zur Hölle?
Ich wünschte, du hättest mir vertraut. Ich glaube wirklich, dass Tessa nicht so harsch war. Du kennst sie nicht. Egal, wer angefangen hat, als sie ins Büro kam, hielt sich keine der beiden zurück. Worum ging es wohl in dem Streit? Mich? Weiß nicht. Bei der lauten Musik konnte man nichts mehr hören. Aber hey, jetzt wissen wir, dass sie uns angelogen hat. Fragen wir sie. Okay. Also ich würde es wahrscheinlich so machen, dass wenn wir sie gerade spielen, folgen wir ihren Erinnerungen und wenn er gerade am Zug ist, folgen wir seinen Erinnerungen. Mal gucken, ob das funktioniert. Kann ich irgendwas für euch tun? Vorhin hast du gesagt, dass Marianne alles für sich behielt. Aber ein paar Monate vor ihrem Tod habt ihr zwei euch heftig gestritten, oder? Wir haben uns ständig gestritten. Du musst schon konkreter werden. Es ging nicht ums Schummeln beim Kanaster. Es war heftig. Ihr habt euch im Büro verschanzt, damit wir nichts hören. Tut mir leid. Aber das ist Ewigkeiten her. Und ich bin gerade beschäftigt. Okay. Denken wir nach. Versteh schon. Scheiße. Ich wette, sie weiß mehr, als sie zugibt. Ach, nee. Aber wir können sie nicht festnageln, wenn wir nicht wissen, worum es ging. Wenn wir wüssten, worüber sie gestritten haben, hätte sie keine Ausreden mehr. Sicher, aber wie machen wir das? Die Musik war einfach zu laut, man konnte nichts hören. Marianne und Tessa waren verrückt nach dem Lied. Es lief ständig rauf und runter. Was meinst du damit? Wir haben diese Vision doch jedes Mal, wenn wir etwas sehr Emotionales sehen oder hören. Wenn wir es uns anhören, löst es vielleicht was aus. Da könntest du recht haben, Ronan. Mit halben Sachen brauchen wir gar nicht erst zu ihr zurückgehen. Lass uns mit Tom reden. Wir müssen sie direkt mit etwas Genauerem konfrontieren. Okay. Finden wir raus, welches Lied das war. Sprechen wir doch mal mit Tom. Vielleicht erinnert er sich an das Lied. Hey, Tom. Kann ich dir irgendwie behilflich sein? Die Frage ist vielleicht komisch, aber erinnerst du dich an das Lied, das Tessa und Marianne so toll fanden? Es lief andauernd. Wie könnte ich das vergessen? Ich glaube, sie hat die CD immer noch irgendwo hier. Oh, schon ein bisschen abgenutzt, natürlich. Oh, ein Moment. Oh, hier ist sie. Um ehrlich zu sein, war ich froh, als sie weggepackt wurde. Für meinen Geschmack etwas zu kitschig. Das ist es, oder? Glaube schon. Wow, mich hat gerade eine Erinnerungsflut erwischt. Siehst du, was ich sehe? Ja. Sollten wir das überprüfen? Die Kinder fragen mich andauernd nach diesen Bonbons. Aber die sind so teuer. Nimm einfach die Tüte. Ist okay. Oh nein, das geht doch nicht. Das kommt von Herzen. Okay. Aber schreib es dir in dein Notizbuch. Okay, okay. Ganz wie du willst. Hier, zufrieden? Ja. Ich komme dann am Mittwoch und helfe dir bei der Ladenschließung. Wie versprochen. Ich finde, sie war selbstgerecht und hat Marianne wie einen Fall für die Wohlfahrt behandelt. Sie hat nur versucht zu helfen. Suchen wir das Notizbuch, das sie hatte. Ich bin sicher, im Büroschrank war eins mit der Aufschrift 2004. Hey,
Was machst du hier? Ich dachte, du brauchst Hilfe im Laden. Das ist vor 2 Stunden gewesen. Hast du getrunken? Was? Nein, ich hatte einen sehr harten Tag, okay? Ich nahm Tabletten. Alles gut. Marianne. Ich sagte, alles gut. Na los, Kinder, gehen wir. Warte, bitte. Ich hab da was für dich. Guck's dir einfach zu Hause an, okay? Die kümmern sich um verwirrte Menschen. Ich arbeite seit Jahren mit diesen Leuten zusammen. Sie helfen dir. Mhm. Die Hilfe für verwirrte Menschen. Ich weiß es nicht. Sie lag in Marians Zimmer. Ich hatte ein merkwürdiges Gefühl, aber habe es abgetan. Die Broschüre war für sowas wie Konversionstherapie. Wenn das stimmt, muss ich wissen, was Marianne ignoriert. Und wir müssen Tessa harte Beweise vorlegen. Tessa? Ist es okay, wenn ich kurz Google benutze? Mein Akku ist alle. Klar, aber beeil dich. Ich brauche den Computer noch. Barbara Mayfield, der Elefant im Raum. Ihr wisst, dass ich ungern schon wieder mit dem Thema anfange, aber Lisa ist schon wieder nicht zu den Proben gekommen. Sie war seit Wochen nicht da. Ich weiß, dass ihr Auftritt als Danny Boy bei Karls Beerdigung uns alle tief berührt hat. Aber was bringt eine schöne Stimme, wenn jemand nicht in der Lage ist, jede Woche pünktlich zu erscheinen, wie alle anderen auch? Ich finde, wir sollten den Winterball ohne sie planen. Was meint ihr? Bob. Nicole Aquino. Danke sehr. Hey Tessie, ich bin gerade von meinem Arbeitsurlaub zurückgekommen und die Mädchen lagen wie kleine Welpen friedlich schlafend im Bett. Adrian meinte, sie waren total gut drauf, als er sie von dir abgeholt hat. Und anscheinend hast du sie dazu gebracht, Kare-Kare-Eintopf zu essen. Zu welchem Heiligen hast du gebetet, dass dir das gelungen ist? Aha. Sie haben den ganzen Vormittag von ihrem Campingausflug mit Tante Tessa erzählt und wie viele S'mores sie gegessen haben und wie viele Käfer sie gefangen haben. Ich weiß nicht mehr, wann sie das letzte Mal beide gleichzeitig so glücklich waren. Normalerweise ist immer eine froh, während die andere weint. Ah, einfach nur klicken. Ich weiß, du hast viel zu tun mit dem Laden und mit den Vorbereitungen auf dein Leben als Frau des Bürgermeisters. Danke, dass du dir Zeit für sie genommen hast und tut mir leid, dass ich sie auf den letzten Drücker gebracht habe. Du weißt ja, die Arbeit. Die Mädchen sagen, wir lieben dich, Tante Tessa. PS, du und Tom solltet mal zum Abendessen kommen. Adrian will ihm unbedingt das neue Medienzimmer zeigen. Dann sind die zwei beschäftigt, während wir in der Küche Wein trinken. Deine kleine Lieblingsschwester, Notorious N.I.C. Ihre Bestellung wurde versandt. Hallo, vielen Dank für Ihren Einkauf. Ihre Bestellung Knoblauchschäler, Küchenwerkzeug wurde versandt. Voraussichtliche Lieferung am 10. November. Jugendlager für Tugendsuchende. Warte mal, war das etwa Ihre Empfehlung für Tyler? Was soll ich dazu noch sagen? Tut mir leid, Tyler. Ja. Mal sehen, wie Tessa das erklären will. Bund für traditionelle Familien. November-Newsletter. Talk mit Dr. Whitmore ansehen. Gottes Plan für die Sexualität. 10 christliche Zitate voller Kraft, die dein Leben verändern werden. Leitfaden für Eltern zur Vorbeugung von Homosexualität. Jugendcamp für Tugendstrebende seit 20 Jahren. Jetzt Aufnahme für 2015. Linda, dringend eine einmalige Chance. Was, wenn die Regierung Ihnen bis zu $10.000 für Ihre Schulausbildung zahlen würde? Kein Darlehen, keine Rückzahlung. Dies ist kein Trick. Nehmen Sie diese Nachricht ernst. Klicken Sie unten, um in 2 Minuten einen kleinen Fragebogen auszufüllen und Ihr Geld anzufordern. Klicken Sie hier, um anzugeben, ob Sie Scheck- oder Direktüberweisung bevorzugen. Okay. Kann ich dir helfen, Allison? Oh, nein, danke. Alles gut. Ich suche was, das ich vergessen hatte. Ah, 2004. Was Interessantes?
Juni, $24 für Essen im Restaurant abbezahlt. September 11, Dollar Puppe für die Kleine. Eric B., Februar, $50 bezahlt. März abbezahlt, Februar Schulden. September $20 für Benzin voll bezahlt. Okay, anscheinend hat sie nicht aufgeschrieben. Sonst würden wir ja mehr Seiten kriegen. Oh, okay. Mary Ann. Scheint, als ob Mary Ann ab Oktober 2004 ihre Schulden nicht mehr zahlte. 5 Monate vor jener Nacht. April, $50 für Benzin, abbezahlt. Mai, $37 Einkäufe plus $30 neue Jacke für Allison, abbezahlt, im Laden geholfen. Juni, $21 für Medikamente, abbezahlt. August, $40 Einkäufe, abbezahlt. In Hauptzeit ausgeholfen, Inventur. Oktober, $140 für Waschmaschinenreparatur, nicht gekommen. November, $55, neue Schuhe für die Kinder, Scheck geplatzt. Dezember, nicht gekommen, kein Rückruf. Januar, nicht gekommen. Okay. Okay, jetzt haben wir 2 Dinge, nach denen wir fragen können. Und das tun wir auch. Kann ich irgendwas für euch tun? Wir sind's und können deine Erinnerungen auffrischen. Ach, wirklich? Ja, ehrlich. Wir waren einkaufen und plötzlich stürmst du rein, willst Schulden zurück und mit Mary Ann sprechen. Es kam zum Streit. Ihr seid ins Büro und habt das Lied aufgedreht, zu dem ihr immer getanzt habt. Schulden eintreiben? Niemals. Als wäre ich eine Art Kredithai. Wann soll das bitte gewesen sein? Unsere Erinnerungen haben keine Zeitstempel. Ich werde diese Anschuldigungen auf keinen Fall ernst nehmen, wenn ihr keine Details für mich habt. Ja, jetzt hätten wir genauer... wir hätten genauer gucken sollen. August... Ich glaube, es war der April. April 2004. Hat sie ab da nicht aufgehört, ihre Schulden zu zahlen? Nein, das kann nicht sein. Ich schwöre, wir haben uns nie um Geld gestritten. Ich war stets nachsichtig mit eurer Mutter. Ich wusste, wie sie zu kämpfen hatte. Ja, und dafür hast du sie von oben herab behandelt, was? Allison. Wie war das bitte? Junge Dame, ich helfe anderen, weil es sich einfach so gehört. Ihr wärt verhungert, wenn ich nicht gewesen wäre. Und dafür sind wir dankbar. Es geht uns emotional einfach sehr nah. Stimmt's, Allison? Ja, ich habe nie gesagt, dass es ums Geld ging. Ja, das nehmen wir. Du meintest, sie lasse uns im Stich. Du meintest, sie lasse uns im Stich und sei eine schlechte Mutter. Wollte sie nicht mehr verurteilt werden? War's das? Ich habe keine Ahnung, wovon ihr sprecht. Und ich war niemals herzlos zu Mary Ann. Ich habe alles getan, um ihr und euch zu helfen. Selbst als sie mich angegriffen hat, mich angeschrien und mir ins Gesicht gespuckt hat. Selbst als sie es nicht mehr verdient hat. Was soll das denn bitte heißen? Beruhige dich. Hör zu. Du hast für uns gesorgt und wir sind dankbar. Doch eine Frage musst du mir beantworten. Habt ihr euch je meinetwegen gestritten? Es ging immer um alles Mögliche. Am Ende hatte sie mit allem und jedem zu kämpfen. Wolltest du Mary Ann überzeugen, Tyler zu einem Programm zu schicken? Nein. Und ihr solltet jetzt gehen.
Tessa, ich muss wissen, ob Mary Ann mich umbringen wollte, weil ich so bin, wie ich bin. Verstehst du das? Tu ich, aber... Warum antwortest du uns dann nicht einfach? Ich weiß echt nicht, was genau an dem Tag in ihr vorging. Und ich bedauere wirklich sehr, es nicht kommen gesehen zu haben. Ich verstehe ja, dass euch das beide emotional mitnimmt. Aber zu eurem Glück betrachte ich Vergebung als Grundlage einer jeden Beziehung. Du bist so selbstgerecht, aber hast Marianne einfach sitzen gelassen. Ich lass mich da nicht wieder reinziehen. Ihr solltet gehen. Sofort. Kriegen wir die Einkäufe? Michael hat sie in deinen Kofferraum. Tschüss, Tom. Was denkst du? Ich versuche nur, das alles zu verstehen. Weißt du, vielleicht wäre sie da mit dir rausgerückt, wärst du nicht einfach auf sie losgegangen. Ist das jetzt dein Ernst? Ja, du hast dich ständig bedrängt. Gib mir nicht die Schuld. Sie ist eindeutig an etwas schuld und darum will sie nicht darüber reden. Scheinheilige Bitch! Fuck! Fertig? Konntest du jetzt alles rauslassen? Sorry, hab mich aufgeregt. Aber es macht mich irre, dass sie sich dumm stellt. Sie weiß, wie viel uns das bedeutet. Und dir. Ja, aber ich denke, du hast recht mit der Schuld. Sie hat nicht gesagt, worum es im Streit ging. Ich glaube wirklich, es ging um mich. Sie erschrak bei der Erwähnung des Programms. Also, das heißt, Mary Ann wollte ernsthaft herausfinden, wie sie mir helfen kann. Bevor weiß der Teufel, was geschah und sie durchgedreht ist. Kann sein. Ja. Sie hat für mich gekämpft, Allison. Sie war zwar die irre Mary Ann, aber sie nahm mich wahr. Ich fühle mich befreiter. Als hätte ich die letzten 10 Jahre etwas rumgeschleppt und jetzt ist es weg. Ich freue mich echt für dich. Aber? Das öffnet eine ganz neue Büchse der Pandora, oder? Ja, sogar eine ganze verdammte Kiste. Tja, gut, dass uns Eddie erwartet. Er kannte Marianne ganz gut und hatte ihren Fall. Hat er dir gegenüber denn je was in den Ermittlungen erwähnt? Nein, ich hab nie gefragt. Er dachte sicher, ich sollte darüber nichts wissen. Das wäre ja auch ein unangenehmes Gespräch geworden. Ganz genau. Aber er ist ein guter Kopf und... korrekt. Er weiß bestimmt was. Ja, Leute. Und damit verabschiede ich mich wieder aus dieser Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Hoffe ich. Lasst mir doch gerne ein Däumchen da. Bis dahin. Ciao, ciao.